Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir podcasten heute der Christian, auch Redakteur bei der Roadbike. Und der Erik, seit neuestem auch Roadbike-Redakteur. Genau, an dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen zu Erik, an Erik Gutglück, unseren neuen Kollegen, der heute zum ersten Mal mit uns podcastet. Und wir haben direkt ein sehr schönes Thema uns überlegt, auf vielfachen Hörerwunsch, nämlich Urlaub mit dem Rennrad. Christian Reuter hatte uns, ein Hörer und hoffentlich natürlich auch Leser von Roadbike, hatte uns eine E-Mail geschrieben und hatte gefragt, ob wir nicht mal über die tollsten Rennradziele in Deutschland podcasten können. Und auch Konstantin von Rundstedt hatte eine E-Mail geschrieben und gefragt, was sind denn so die wichtigsten praktischen Tipps für Rennradreisen? Ja, Jungs, wie schaut es denn bei euch aus eigentlich? Also habt ihr dieses Jahr einen Rennradurlaub geplant oder nehmt ihr zumindest das Rennrad mal mit, wenn ihr verreist? Also das Rennrad, wenn möglich, nehme ich natürlich immer sehr, sehr gerne mit, wenn sich dann die Zeit und die Gelegenheit bietet. Und ich kann auch nur zum Thema zurückkommen und sagen, so ein Rennrad-Kurztrip mal irgendwie, wenn es halt dieses Jahr dann nicht Malle sein kann oder wo auch immer man gerne hinfährt, also in Deutschland 4 Tage, das ist einfach eine super Sache, die man auf jeden Fall machen sollte. Ja, bei mir genauso. Ich plane eventuell dieses Jahr noch vielleicht ein langes Wochenende oder vielleicht auch mal eine Woche noch in Deutschland. Vielleicht dann doch mal so Richtung Alpen. Das würde mich mal reizen. Da war ich tatsächlich selber noch nicht. Und ja. Dann wird es höchste Zeit. Dann absolut. Zeit. Ja. Es ist ja auch ein sehr tagesaktuelles Thema. Corona hat viele Urlaubspläne auf den Kopf gestellt. Und da stellt sich auf einmal Deutschland als Raddestination, als Ziel für den Rennradurlaub wieder ganz neu. Was sind denn eurer Meinung nach die Vorteile eines Radurlaubs jetzt in Deutschland, ja, auch unter den gegebenen Umständen? Also erstmal glaube ich, großer Vorteil ist natürlich Sprachbarriere, gibt es keine. Mhm. Also es sei denn, man landet... Kommt natürlich drauf an, wo du hinreist. Du landest in der hintersten Ecke und tiefstes Allgäu, Oberbayern. Ja. Kommst du als Norddeutscher hin und ich glaube, das ist erstmal ganz großer Pluspunkt und du hast natürlich zumindest kilometertechnisch erstmal keine großen Wege. Es kann natürlich dir passieren, du kommst aus Hamburg und da kann es sein, dass du schneller nach Mallorca geflogen bist, als dass du mit dem Auto in die Alpen gefahren bist. Mhm. Aber von den Kilometern her ist das erstmal entspannter. Das Klima dankt natürlich, wenn du mit dem Auto fährst, statt irgendwo hinzufliegen mal eben. Ja. Weil ich glaube, das ist ja auch eins von den Corona-Folgen, dass man nicht mehr ganz so leicht fliegt und dann ist mit dem Auto oder noch mit dem Zug, was ich auch immer mal empfehlen kann, was auch relativ gut funktionieren kann, nicht muss, ist natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man innerhalb Deutschlands mit Rad und Zug eigentlich relativ gut überall hinkommt. Mhm. Muss es denn immer Mallorca sein eigentlich? Also in letzter Zeit, wir sind natürlich auch immer mit unserem Roadbike-Festival auf Mallorca gewesen, aber was sind noch die Alternativen vor Ort? Also was bietet sich da eurer Meinung nach am meisten an? Also ich finde, Deutschland bietet so viele schöne Gegenden. Ich meine, jeder von uns kommt aus einer anderen Ecke und ich glaube, jeder von uns weiß, dass man bei ihm zu Hause echt super Rennrad fahren kann. Von daher finde ich, ist das Rennradfahren halt so mega flexibel. Also es gibt eigentlich überall Möglichkeiten, im Rennrad unterwegs zu sein. Also du brauchst keine Mountainbike-Trails oder ausgebauten Downhill-Strecken oder sonst irgendwas. Also du kannst eigentlich mit dem Rennrad, egal wo du bist, dir das Rad schnappen und fährst einfach mal los. Deswegen finde ich, da gibt es echt überall Möglichkeiten. Natürlich gibt es Gegenden, wo es besser ist. Und ich meine, da hat jeder so ein paar Tipps. Also ich kann immer nur die Eifel empfehlen, so dieses deutsch-belgisch-luxemburgische Dreiländereck, das ist echt eine super Gegend zum Rennradfahren. Mhm. Viele kleine Straßen, wenig Verkehr. Luxemburg, Belgien sind generell radsportverrückt. Also da bist du auch auf den Straßen relativ rücksichtsvoll behandelt. Was ja, je nachdem, wo man in Deutschland ist, nicht immer so der Fall ist. Und da ist halt auch relativ schnell noch nach Urlaubsgefühl, weil es einfach so ein bisschen einfach nach Radsport riecht da drüben. Mhm. Was sind deine Favoriten, Erik? Was würdest du sagen?
Also da ich ja in Frankfurt wohne und den Taunus, den Odenwald, den Spessart jetzt nicht allzu weit weg habe, ist das für mich natürlich eine super Radgegend. Einfach weil es auch sehr abwechslungsreich ist. Du kannst halt in die Berge fahren, du kannst flach fahren. Ja, das finde ich ist immer eine gute Rennraddestination, macht auch immer aus, dass du eine Vielseitigkeit an Strecken hast. Dass du für jedes Leistungsniveau was hast. Schon mal den John Degenkolb getroffen beim Training? Der kam mir schon mal entgegen, ja. Okay. Und also das ist ja quasi dein Heimrevier, weil du da jetzt wohnst. Und wenn du in Urlaub fahren würdest in Deutschland mit dem Rad, wo würdest du hinfahren wollen? Für mich tatsächlich wäre so der Südwesten, also Schwarzwald, Schwäbische Alb, Allgäu. Mhm. Das wäre, glaube ich, so meins, vielleicht noch Bayerischer Wald, weil ich selber ursprünglich aus Berlin komme und dadurch so auch und in Mecklenburg-Vorpommern studiert habe, also eher so den Nordosten, den kenne ich schon relativ gut. Und so der Süden und Südwesten ist für mich noch so, zumindest mit dem Fahrrad oder mit dem Rennrad, weißer Fleck auf der Landkarte. Also ich hatte ja das Glück, in Freiburg studiert zu haben. Und da kann ich mich dir nur anschließen und sagen, da unten die Ecke Südwesten, Rheinebene, Kaiserstuhl, Schwarzwald, das ist schon richtig, richtig gut. Also auch ähnlich wie Bunke das gerade gesagt hat, wie du es auch gesagt hast, die Abwechslung der Strecken. Also du hast halt wirklich in der Rheinebene viele Wirtschaftswege, kleine Sträßchen, wo du völlig flach fahren kannst. Dann hast du die Weinberge des Thunibergs, die Weinberge des Kaiserstuhls und dann eben schon so ein bisschen größeren Anstiege im Norden von Freiburg Richtung Freiamt die Ecke, aber dann eben Hochschwarzwald, halt wirklich Schauinsland, Bällchen, Blauen, Feldberg, da die ganzen großen Namen, und da kann man sich auch richtig, richtig, also Kandel kann man sich halt wirklich komplett aus dem Leben schießen und abends auf der letzten Rille dann nach Hause kommen. Da vermisst man dann auch keine Alpen mehr, weil da ist der Radmarathon Schwarzwald super, lässt grüßen. Also wirklich härtere Höhenmeterzahlen und Kilometerzahlen als beim Ötztaler teilweise. Also wenn ich jemandem einen Tipp geben sollte, wo es hingehen soll, dann wäre das auf jeden Fall Freiburg, was ja ganz nebenbei auch noch ein ganz nettes Städtchen ist. Aber ja, ich war mal im Markgräfler Land, das ist ja so ein Ticken südlich von Freiburg. Da habe ich in der Tat mal einen Kurzurlaub gemacht und passenderweise noch im selben Hotel wie André Greipel damals, den wir dann auch kurz getroffen hatten. Mhm. Also das war schon irgendwie ganz, ganz cool, weil der da auch irgendwie gerade kurz unterwegs war. Und in dem Hotel waren auch irgendwie schon Ulle und was weiß ich was zu Gast, als sie da trainiert haben. Also es ist echt eine super Ecke, und das halt auch vom klimatisch, ich meine, das ist ja auch noch ein Punkt, bist du da in der Rheinebene eigentlich relativ gut aufgestellt, was jetzt von der Eifel nicht unbedingt sagen muss. Da muss man auch im Sommer mit schauern. Bisschen kälter, wie hieß es doch früher, Preußisch-Sibirien. Muss man da schon ein bisschen anders mit rechnen. Ja, wahrscheinlich auch Bären und irgendwie gefährliche Bären, Tiere. Wölfe, und so. Luchse, streunende Landwirte. Genau, mit allem muss man rechnen. Aber wenn man jetzt zum Thema sich aus dem Leben schießen, muss ich noch ergänzen, das kann man auch in Berlin recht gut. Da gibt es zum Beispiel den Müggelberg, der ist, glaube ich, so 600-700 Meter lang, hat so 8-9%. Also das, wenn man den entsprechend hochfährt, hat man oben auch Schnappatmung. Wobei, das wäre jetzt eher eine Sache, würde ich sagen, wenn ich nach Berlin fahre, weil ich da einen Städtetrip mache oder weil ich da eine Dienstreise hin habe und man nimmt das Fahrrad mit, dann kann man sowas irgendwie machen. Ich würde jetzt, also mein erster Impuls wäre nicht, wenn ich an Rennradurlaub denke, boah, jetzt fahre ich aber 12-mal den Müggelberg hoch. Nee, ich meine, ja, das ja nicht. Weiß jeder, der schon mal den Velotour in Berlin gefahren ist. Wenn du einmal aus Berlin raus bist, so dieses Umland ist schon irgendwie ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich darstellt, wenn du nicht im Rahmen von 20.000 anderen darum juckelst, sondern wenn du allein unterwegs bist. Aber ja, ich glaube, es ist ja auch nicht mein erstes Ziel. Mhm. Ja, da sollte man wirklich seine Unterkunft irgendwie am Stadtrand haben, das stimmt schon. Sonst hast du die erste halbe, dreiviertel Stunde einfach keinen Spaß. Ja, aber dann natürlich mit den Seen und auch vielen, vielen Alleen und auch nicht so einem großen Verkehrsaufkommen, wenn man die richtigen Strecken kennt, ist es natürlich schon auch eine tolle Destination. Da kann man natürlich auch so eine Mischung machen. Also ein bisschen Städtetrip und ein bisschen Fahrradfahren in der Umgebung. Ja, jetzt waren wir schon im Süden und im Westen. Brunki, du hast mal eine Zeit lang in Mannheim gewohnt. Was spricht für die Pfalz?
Ja gut, das ist ja dann der Südwesten. Also da sind wir jetzt nicht ganz weg vom Süden und vom Westen. Das ist sozusagen das Beste aus beiden. In der Mitte. Ich kann die Pfalz auch echt nur wärmstens empfehlen. Da so die Ecke Mannheim, Heidelberg, Speyer, da ist da auch echt die große Auswahl. Du kannst kilometerweise lang den Rhein entlang fahren. Oder du hast dann auch so zwei, also entweder fährst nach Westen Richtung Pfalz, Pfälzerwald, da die Ecke so Neustadt an der Weinstraße. Super schön, auch ein bisschen touristisch, also dass du auch irgendwie mal Einkehrmöglichkeiten hast und so durch die Weinberge durch und in den Pfälzerwald rein. Da wird es dann relativ schnell relativ einsam, aber da kannst du dir auch richtig schön Höhenmeter geben und ganz für dich allein fahren. Oder halt die andere Richtung Odenwald, fängt ja da auch schon an. Der ist dann nicht ganz so touristisch, ein bisschen rauer, ein bisschen ursprünglicher, finde ich auch mega schön. Also das hat echt was für sich. Mhm. Also was ich noch anbieten könnte, was mir natürlich auch sehr gut gefällt, ist jetzt auch mein neues Heimatrevier geworden, die Gegend um Tübingen. Einfach weil man da die Wahl hat zwischen der Schwäbischen Alb, wenn man Richtung Osten fährt, oder eben Nordschwarzwald, wenn man nach Westen unterwegs ist. Das finde ich auch eine tolle Abwechslung. Und in den Tälern von Neckar, Eyach und natürlich, wenn man oben auf der Schwäbischen Alb Hochfläche ist, da kann man auch viele, viele Kilometer mit wenig Höhenmeter sammeln, also einfach Strecke machen, wenn man das möchte. Aber wenn man abbiegt, rechts und links, immer geht es rauf und runter. Also das ist auch auf jeden Fall sehr lebenswert, erlebenswert. Und Tübingen ist natürlich auch sehr, sehr schön. Moritz, wenn ich mich richtig erinnere, du hast doch mal eine Reisereportage über Berchtesgaden gemacht, da unten, so Deutsche Alpen. Hatten wir jetzt noch gar nicht. Ich meine, die sind doch auch auf jeden Fall immer eine Reise wert. Ja, das stimmt. Also für die würde ich auch immer eine Lanze brechen. Ich habe halt, bin von meinen Eltern schon, also als Kleinkind schon in ein Hotel geschleppt worden, wo wir dann wirklich über Jahre hinweg fast jeden Sommerurlaub verbracht haben. Das ist eben da im Berchtesgadener Land. Und da hatte ich dann eben diese Reisereportage auch drüber gemacht. Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Also da ist das Rossfeld, die höchste deutsche Asphaltstraße, wenn ich das richtig sehe. Oder auf jeden Fall, egal ob das jetzt den Superlativ hat oder nicht, auf jeden Fall eine ziemlich spektakuläre. Da hat man dieses Ramsau, das Postkartenmotiv schlechthin aus dem Berchtesgadener Land. Das kennen vielleicht einige auch, diese kleine Kirche am Fluss, am Gebirgsbach, die vor dem Hintergrund, im Hintergrund sieht man dann die Reiteralpe, also wirklich hohe Berge. Das ist eine tolle, tolle Gegend. Und man hat da natürlich die Herausforderung, wie man sie in den Alpen ja auch oft hat, dass die Täler teilweise so eng sind, dass da halt auch nur eine große Straße halt ist. Also da ist man, wenn man im Berchtesgadener Land sehr viel nach unten, also nach Süden fährt, in die Berge rein, richtig, da hat man oft weniger die kleinen Sträßchen, die ich persönlich sehr schätze. Da muss man sich dann halt eben doch auf den größeren Hauptverkehrsstraßen bewegen und ja, mit allen Vor- und Nachteilen, aber trotzdem tolle Gegend. Und wenn man vielleicht ein bisschen azyklisch kommt, jetzt nicht gerade im August, wenn da die Hölle los ist und wenn man es einrichten kann, dass man den Urlaub so legt, dass man eben nicht in der Hauptsaison da ist, dann ist das ein ganz, ganz tolles Revier auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass dort die Autofahrer auch rücksichtsvoller sind, wenn weniger Platz ist? Denn die müssten ja Radfahrer dann auch gewohnt sein. Das ist schwierig. Also das Gute ist, dass diese Bundesstraßen, die dann teilweise durch die Täler führen, die sind richtig, richtig breit. Also deswegen ist eigentlich schon auch gut Platz zum Überholen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, kennt man natürlich auch die asphaltierten Schleichwege. Und natürlich war meine Reisereportage voll von diesen Schleichwegen. Aber also es ist ein bisschen schwierig. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, regionale Unterschiede zwischen den Autofahrern festzustellen, weil ich bin schon an allen Orten total bescheuert überholt worden oder geschnitten worden oder auch sehr, sehr rücksichtsvoll behandelt worden. Also ich weiß nicht. Also mitunter ist es im Ausland was anderes, ja, aber in Deutschland gibt es überall schwarze Schafe. Oder seht ihr das anders? Habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Nee, ich würde es jetzt nicht irgendwie, dass man per se sagen kann, da sind die Autofahrer rücksichtsvolle Idioten, gibt es halt überall. Deswegen, davon würde ich jetzt auch meine Planung nicht abhängig machen, weil ich gehört habe, dass irgendwo
die Autofahrer rücksichtsvoller sein würden. Ich würde es eher davon abhängig machen, wo kann ich halt die starken befahrenen Straßen zur Hochsaison eventuell vermeiden. Mhm. Was sind eure Geheimtipps? Was würdet ihr sagen, okay, da erwartet jetzt wirklich keiner, dass man da super, oder das ist wirklich die Destination, die jetzt wirklich einem nicht als erste einfällt, als Rennradgegend? Habt ihr da was? Ich habe meinen schon rausgelassen. Die Eifel ist, glaube ich, jetzt nicht so das primäre Ziel, was viele Rennradfahrer sozusagen am Schirm haben, weil da denkt man schon eher so Schwarzwald, Allgäu, Berge oder sowas. Und ich glaube, die Eifel ist halt als Mittelgebirge schon irgendwie echt, echt ganz cool dafür. Mhm. Und da ist halt echt nicht überlaufen. Also da, mittlerweile kennt man da Rennradfahrer, da sind auch genug unterwegs, aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, da ist sozusagen die Hölle los an Rennradfahrern von daher. Und es gibt halt unfassbar viele Wege. Und wenn man vor allem Richtung Ostbelgien noch so ein bisschen rüber schielt, also da gibt es echt vieles, wo man echt viele schöne Landschaften auch entdecken kann. Mhm. Ich würde tatsächlich an der Stelle eine Lanze für Mecklenburg-Vorpommern brechen wollen. Mhm. Ist jetzt zwar landschaftlich oder topografisch nicht wahnsinnig spektakulär, weil es meistens relativ flach bis leicht wellig verläuft. Mhm. Hat aber den Vorteil, du hast es ja vorhin schon gesagt, Moritz, man kommt relativ gut schnell voran, macht seine Strecke. Und großer Vorteil, es ist halt dünn besiedelt. Das heißt, du hast auch, wenn du ein bisschen weißt, wo du fahren musst, kannst du 100, 120 Kilometer fahren, gefühlt ohne eine einzige Ampel. Und das ist ja auch ganz angenehm, wenn man nicht irgendwie in jedem Ort stehen bleiben muss, weil die Ampel auf Rot ist oder weil man die Vorfahrt beachten muss. Wäre so mein Geheimtipp. Ja. Bei mir ist es tatsächlich Ostwestfalen. Was für eine Überraschung. Auch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, aber ich habe mal 4 Jahre in Paderborn gelebt und gearbeitet und ich war da auch total angetan von der Strecke, also von der Umgebung, weil da war mit Teutoburger Wald ging es ein bisschen rauf und runter, dann quasi das Lipperland konnte man eben auch flach fahren, Richtung Süden wartet im Sauerland, warten im Sauerland auch ganz gute Strecken und auch viele schöne Talsperren zum Beispiel. Also wer jetzt irgendwie zum Beispiel in Mitteldeutschland wohnt oder auch im Ruhrgebiet oder irgendwie so, der ist natürlich sehr, sehr schnell dann mit 1-2 Stunden Autofahrt dort und kann da auch schöne Sachen erleben, auf jeden Fall. Schließe ich mich an. Also ich war auch schon mal um Münster herum unterwegs auf einer großen Trainingsrunde und auch tolle Gegend, also auch gute Straßen. Fährt sich sehr, sehr angenehm. Kann halt ein bisschen windig sein im flachen Land. Das ist da immer die Herausforderung. Das stimmt allerdings. Ja, Gegenwind schult den Charakter. Ja. Ich habe eine Sache, wo ich tatsächlich noch nie selber gewesen bin, was mich aber unglaublich reizt, wo ich sehr gerne mal hin würde, ist zum einen mal der Thüringer Wald, wo ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung habe. Und die steilste Straße Deutschlands findest du dort. Ja? Ja. Wie steil ist die? Ich glaube, die hat 25%. Da lachen sie ja in Bayern drüber. Da lohnt sich noch nicht mal das Umziehen für, um da hochzufahren. Ja, also das klingt nach einer guten Herausforderung. Aber es sind halt einfach, da habe ich bei der Thüringen-Rundfahrt der Frauen, da sieht man ja die Bilder aus Thüringen und das rund um Erfurt war die Deutschland-Tour zuletzt und man sieht immer wieder viele, viele Bilder auch aus dem Thüringer Wald von Radprofis, die da ja auch leben und trainieren und das ist einfach eine Region, die mich total neugierig gemacht hat und ich habe es jetzt bisher noch nicht geschafft, aber das ist auf jeden Fall mal ein Ziel und auch ergänzend auf jeden Fall auch das Erzgebirge, also auch in Ostdeutschland, also da habe ich auch nur Positives drüber gehört und auch viele schöne Bilder gesehen, das ist auch so ein, ja, wo nochmal der Haken dran gesetzt werden muss irgendwann. Also Thüringen oder Thüringer Wald liegt ja so schön mittig in Deutschland, da hat ja wirklich keiner eine Ausrede zu sagen, das sei zu weit weg, also da hat ja jeder, egal wo man in Deutschland wohnt, einigermaßen gute Anreise. Muss es immer die große Reise sein oder kann es auch einfach mal der Trip übers Wochenende sein? Was meint ihr? Also ich bin da echt der große Verfechter von einem Wochenendtrip. Irgendwie donnerstags früh morgens hin. Ich meine, da hat man ja oft Möglichkeiten, verlängertes Wochenende. Dann hat man wie donnerstags noch eine Einrollrunde, wenn man angekommen ist. Freitag, Samstag schöne Runde, sonntags eine Abschiedsrunde. Und das ist, finde ich, ist vom Umfang und vom Gepäck, was man mitnehmen muss, noch vertretbar. Also ich finde dann, hat man auch von vielen Gegenden schon, also sagen wir nicht alles, aber schon viel gesehen und dann irgendwo
weil 2 Wochen an einem Ort ist halt dann schon, wenn man nur Rennrad fahren will, ein bisschen aufwendig. Und ich glaube, so 4 Tage, die kann man sich auch mal rausschnitzen aus dem Urlaub, dass man nicht gerade seinen Jahresurlaub investieren muss. Und dann hat man einfach einen kurzen Eindruck, mal ein bisschen was anderes gesehen. Und das ist, glaube ich, echt so einfacher umzusetzen, als wenn man dann echt so einen 2-Wochen-Urlaub da irgendwie verbringen will. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt bei den praktischen Tipps schon sind, worauf muss man denn bei der Vorbereitung achten? Was meint ihr? Also wenn ich jetzt mir meine Route oder meine Region herausgesucht habe, aber wie plane ich dann jetzt die perfekte Runde oder was sind da eure ganz praktischen Tipps? Ja, ich würde ja erstmal schauen, wie kommt man am besten hin. Also ich meine, das Auto ist natürlich so das Allernaheliegendste und gewisserweise natürlich auch das Praktischste, weil Rad aufs Auto, oder ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber ich habe einen Dachträger, wo ich das Rad drauf packe. Der hat sich bei mir einfach so am flexibelsten erwiesen. Ist ein Renner jetzt auch weniger ein Problem als jetzt einem schweren E-Bike oder so. Das geht eigentlich relativ gut. Aber es ist ja immer so, dass wenn man dann das Fahrrad draußen transportiert, dass man genau an dem Tag dann auch regnet. Ja, natürlich, oder? Aber ob ich jetzt den Schmutz vom Regen abkratzen muss oder die ganzen Fliegen, die da dran hängen, also sauber machen muss es eh quasi, wenn ich zurück bin. Das stimmt. Von daher, klar, kannst du es jetzt nicht ändern. Gestern bin ich noch zurückgefahren und da hatte ich das Rad auf dem Dach und dann sah ich von ferne ein Gewitter und ich dachte, hoffentlich kommen jetzt nicht noch Sturmböen und Hagel auf das arme Rad runter. Da habe ich noch keine Erfahrungen mit gemacht, wie das aushält. Aber normalerweise können die das ja ein bisschen Regen, ein bisschen Wind ja schon ab. Hagel habe ich jetzt noch keine Erfahrung. Da wäre ich ein bisschen mulmig geworden. Ich meine, aber klar, im Auto ist es natürlich immer am besten, aber ich meine, es hängt ja davon ab, ob man allein unterwegs ist oder ob man irgendwie Familie dabei hat oder einen Kumpel oder zu zweit irgendwo hinfährt, weil 2 Räder im Auto plus Gepäck, das kann schon eng werden, je nachdem, was für ein Auto man hat. Mhm. Das zeigt sich dann, wer früher beim Tischquiz erfolgreich war. Wie schaut es aus? Was muss dabei sein? Also so nee, den Zug muss man natürlich auch noch erwähnen. Ach so, stimmt, natürlich. Wir sind ja noch gar nicht angekommen. Nee, wir sind noch gar nicht angekommen. Wäre erstmal geplant, wie man hinkommt. Deswegen, Zug habe ich auch schon des Öfteren mal gemacht, also ein Rad, ein Zug. Und also das würde ich echt nur empfehlen, so sehr ich das Fahren mit dem Zug schätze, wenn es einigermaßen eine direkte Verbindung gibt. Weil umsteigen mit dem Zug, wenn du mehrere Verbindungen hast und brauchst dann eine Fahrradticket für deine Zugverbindung, das kann halt echt zwischendrin frustrierend werden, wenn dann der zweite Zug aus welchem Grund auch immer ausfällt und du bist halt auf einen Fahrradstellplatz angewiesen. Du kannst dich halt nicht mal eben in einen anderen ICE setzen oder sowas, sondern du brauchst halt dann schon einen Fahrradstellplatz, weil je nachdem, wie der Schaffner drauf ist, kann er dich halt ziemlich blöde angucken, wenn du auf einmal dein Rad in den ICE irgendwo reinschieben willst und da ist halt auch nirgends Platz. Also du musst dich ja echt dann dabei hocken oder so und aufpassen, dass da nicht irgendwie Schindluder mitgetrieben wird, wenn sie dich denn reinlassen. Von daher, wenn es eine direkte Verbindung gibt, da gibt es ja einige mit dem IC, der ist ja relativ gut mit Fahrradstellplätzen ausgestattet, dann ist es auf jeden Fall eine Alternative. Ich glaube, was halt wirklich sehr, sehr stark fürs Auto spricht und das leitet dann schon so ein bisschen in diesen Punkt über, was nehme ich eigentlich mit, wie viel Equipment habe ich noch dabei? Also habe ich irgendwie noch die Werkzeugkiste dabei? Habe ich eine Standpumpe dabei? Irgendwelche Ersatzteile, Helm, Schuhe, das muss ja alles transportiert werden. Dann brauche ich vielleicht noch Klamotten für, wenn ich nach der Radfahrt noch irgendwo was unternehmen will. Wenn ich da halt ein bisschen mehr Gepäck habe, dann ist das Auto einfach, ja, so blöd wie es klingt, aber es ist da einfach unschlagbar. Wobei ich trotzdem auch noch eine Lanze brechen will fürs Fahrrad, also für den Zug. Man kann doch mit dem Fahrrad in Urlaub fahren. Genau. Also, erstens kann man mit dem Fahrrad in Urlaub fahren. Da kann ich gleich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Aber auch für den Zug meine ich, also wer will, kommt mit dem Zug überall hin. Und es ist auch natürlich, ich gebe dir völlig recht, Christian, dass man die Destination, sage ich mal, gut wählen muss. Also wenn ich jetzt 14 Mal umsteigen muss, dann ist das natürlich extrem ungeschickt. Aber mit dem Zug kommt man schon auch überall hin. Und wenn man sich auf das absolut Notwendige beschränkt, was man mitnehmen muss und jetzt nicht noch den Werkzeugständer und den zweiten Ersatzhelm und 15 Hosen. Das zweite Werkzeug, was weiß ich was. Für jeden nur denkbaren Defektfall, der auftreten kann, dann kommt man, glaube ich, schon sehr, sehr gut auch mit dem Zug ans Ziel, weil es nicht zuletzt ja auch wirklich eine sehr ökologische Art des Reisens ist. Ja, vor allem du hast mit dem Zug die Möglichkeit, du kannst auch
was ich mal eine Streckentour machen. Du fährst an den Ort A, fährst von da bis zu Ort B und fährst von Ort B dann wieder zurück nach Hause. Also du musst nicht sozusagen in einem Ort festsitzen, sondern man kann ja auch irgendwie mal eine Streckenreise machen, was ich irgendwie mit dem Gravelbike, den Elbe-Radweg oder was weiß ich was. Also wenn du dich da gepäckmäßig ein bisschen einschränkst, ich meine, es gibt ja auch schöne große Rucksäcke, wo du echt viel unterbringen kannst, dann bist du auch noch einigermaßen flexibel und beweglich an dem Bahnhof. Dass du das Rad schiebst, hast einen großen Rucksack und hast da eigentlich alles dabei, was du brauchst. Also das kann schon funktionieren. Jetzt hatten wir eben die beiden Extreme aufgezeigt. Einmal, ich nehme meinen ganzen Hausstand mit und einmal, ich habe nur das Allernotwendigste mit. Was ist denn eurer Meinung nach das, was man wirklich dabei haben muss, Helm, wenn man mit dem Rennrad reist? Also Helm und Schuhe ist immer so das Erste, was bei mir in die Reisetasche wandert. Ja, ich finde, ich ziehe mich immer so in der Vorbereitung des Packens einmal an, damit ich halt wirklich sicher gehe, dass ich nichts vergesse. Also echt? Ja, also ich gehe so im Kopf durch. Also Schuhe, Helm, Brille, Handschuhe, wenn man es mag, die Klamotten, Bips, Trikot und dann... Ach so, also quasi, wie sagt man, im Geiste ziehst du dich an. Im Geiste, ich habe von meinem geistigen Auge, hast du jetzt halt quasi in kompletter Nackend Montur... Nee. Erst in kompletter Montur vor dem Spiegel und vor dem Koffer gestanden und dich dann nackend gemacht. Nee. Ich packe dich schon frisch ein. Okay. Nee, aber das hilft halt, weil es halt gibt nichts Blöderes, als wenn man am Zielort angekommen feststellt, dass man irgendwie die Schuhe vergessen hat oder die Radbrille oder sonst irgendwas. Also so Sachen, die man nicht mal eben mit einem Augen zu und durch sich dann vor Ort nochmal neu kauft, wenn es dann gar nicht anders geht. Ich meine, wenn ich mir dann ein paar Schuhe kaufen muss, einfach weil ich sie nicht dabei habe und sonst nicht mehr fahren kann. Ich meine, dann hat man 100 Euro in den Sand gesetzt oder hat dann so zwei Paar Schuhe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, deswegen, auf jeden Fall. Was so die Ausstattung angeht, bin ich ansonsten, man hat ja einfach sowieso sein Satteltäschchen dran, wo ein Mini-Tool dran sein wird, wo eine Pumpe ist. Also da versuche ich eigentlich gar nicht so viel mehr mitzunehmen. Ich packe meistens noch zwei zusätzliche Ersatzschläuche ein. Und vielleicht so ein, zwei Werkzeuge, die, also ich habe zum Beispiel an meinem Mini-Tool habe ich jetzt keinen Kettennieter, also dass ich sowas, so Spezialsachen dann noch dabei habe. Und ich muss sagen, wenn ich mit dem Auto verreise, ich habe ohnehin immer eine Stammpumpe im Auto, weil ich da so eine coole, ich habe so eine coole Klappe in meinem Kofferraum und da ist einfach immer eine Stammpumpe drin, da muss ich mir da nie Gedanken drüber machen. Aber Pumpe wäre natürlich das, was man auf jeden Fall dabei haben soll. Aber je nachdem, wo man natürlich auch hinfährt, hat man meistens auch irgendeinen Radladen, wenn man jetzt nicht total in der Pampa sein Hotel oder seine Unterkunft hat. Und gut, klar, auf den Sonntag oder Feiertag kann der auch mal zuhaben, der Radladen. Aber meistens... Da muss man halt ein anderes Fahrrad aus dem Keller nehmen, wo was da halt gerade noch rumsteht. Ja, oder so. Jetzt sind wir angereist und haben auch schon so ein bisschen eingepackt. Wie kann man denn gut Routen planen vor Ort? Weil ich kenne das, als ich angefangen habe mit dem Rennradfahren, da bin ich, wenn ich dann irgendwo hingefahren bin, meistens dann ja noch mit meinen Eltern, da bin ich dann halt einfach ganz stupide auf den größten Straßen der Umgebung gefahren, weil ich mich ja einfach nicht auskannte und die Schleichwege nicht kannte. Und das war dann auch nicht immer so erfreulich. Wie kann man denn vernünftige Routen planen in einer Gegend, die man nicht kennt? Also wir haben ja das große Glück... Regelmäßig die Roadbike lesen, weil da haben wir ja immer unsere Reisegeschichten, die auch gerne und oft sich mit Deutschland befassen, wo es die ganzen Touren auch zum Downloaden gibt. Oder natürlich selber vorher planen oder halt über Komoot und die ganzen Plattformen. Aber Erik, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Nee, ist schon ein Stichwort, Komoot und die ganzen Plattformen. Also wir haben ja das Glück, dass wir mittlerweile in Zeiten von Strava und Komoot und Gypsies und was es da alles gibt, leben. Und da kann man, gerade bei Strava gibt es ja auch die Heatmap-Funktion. Siehst du halt auf einer Karte, du kannst dir die Region halt ranzoomen und dann siehst du, je nachdem wie, wie so ein Thermometer, wie so eine Wärmebildkamera, wo auf welchen Straßen viel gefahren wird. Viel Rad gefahren wird, genau. Mhm. Und dadurch kannst du schon mal abschätzen, wenn jetzt irgendwie ein Weg so gar nicht befahren wird, ja, dann wird der wahrscheinlich auch nicht so gut sein. Was bei Strava immer noch so ein bisschen das Problem ist, du weißt natürlich nicht, sind die Leute da mit einem Mountainbike langgefahren und das ist ein Waldweg oder sind die mit dem Rennrad langgefahren? Mittlerweile gibt es ja da aber auch da diese Funktion, dass du asphaltierte Routen bevorzugen kannst und dann wird dir das eigentlich ganz gut
angezeigt. Und Komoot kann das meines Wissens nach auch, dass dir dann angezeigt wird, Achtung, das ist eine Schotterpassage. Mhm. Und dann, so gehe ich da eigentlich immer ran, dass ich mir so bei Strava oder Komoot einfach mal ranzoome mit dem Routenplaner und dann einfach mal so ein bisschen rumklicke und dann so meine Abende fülle. Mhm. Ja, es macht immer so relativ viel Spaß, einfach so da mal ein bisschen rumzuspinnen und zu schauen, wo man denn längs fahren könnte. Ja. Mhm. Mittlerweile mache ich das auch mit Komoot und Strava und was wir jetzt gerade gesagt haben. In der Vergangenheit fand ich das immer ganz toll. Da habe ich wirklich Abende verbracht. Vorm Einschlafen habe ich noch im Bett gelegen und habe halt die Karten aufgeblättert und habe halt wirklich, bin schon im Geiste irgendwie die Routen da abgefahren, habe versucht, mir anhand der Landkarte vorzustellen, wie es da wahrscheinlich aussieht. Hm. Also die klassische Landkarte oder auch allgemein, auch wenn es digital geplant ist, Planung ist das halbe Leben. Also sich hinsetzen und dann ist ja auch schon eine Vorfreude, finde ich. Also wenn man die Zeit hat im Vorfeld, sich da was zu überlegen, dann steigert das auch schon so einfach die Lust und Laune, da loszufahren. So ist es zumindest bei mir. Also ja, meistens fahre ich auch irgendwo hin, weil ich irgendwie einen bestimmten Anstieg mal hochfahren möchte oder irgendwo einen bestimmten Radweg absolvieren möchte. Also man hat ja meistens doch schon so eine grobe Vorstellung, weshalb man überhaupt in diese Region fährt und wo man da langfahren könnte. Mhm. Ja, ich kann auch echt nur empfehlen, sich vorher da Routen zu überlegen und nicht anzukommen. Denken Sie, ich fahre jetzt da einfach mal los, weil das führt dann oft dazu, dass man entweder verfährt sich total und ist viel länger unterwegs, als man will, oder man landet dann zwangsweise auf irgendwelchen stark befahrenen Straßen. Also ich finde, wenn man da die Routen sich vorher überlegt hat und die abfährt, das ist schon auch einfach ein Sicherheitsplus, weil man dann eben nicht irgendwo verloren ist und dann sich um kurz vor knapp mit Puls 180 irgendwie nach Hause wuchten muss, auf möglichst kurzem direkten Wege, weil man sich halt völlig verfranst hat und komplett durch ist. Weil das ist ja einfach eine unfallträchtige Situation dann einfach. Deswegen, wenn man sich das vorher überlegt, weiß, okay, am Tag 2 fahre ich halt meine 120-Kilometer-Runde und habe die schön auf dem Garmin, da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Mhm. Vielleicht noch so als Pro-Tipp bei der Routenplanung, gerade wenn man so längere Strecken im Sommer plant und es ist sehr heiß, auch immer gucken, dass man irgendwie alle 60 oder 50 Kilometer eine Tankstelle oder einen Supermarkt hat oder einen Bäcker. Ja, ganz wichtig. Dass du dann doch mal irgendwie und natürlich dann auch irgendwie den einen oder anderen Euro einstecken, dass man nachfüllen kann. Kann man was sagen zur Planung der Unterkunft? Oder das ist wahrscheinlich sehr individuell, oder? Der eine will lieber ins Hotel, der andere lieber in die Ferienwohnung. Aber kann man da irgendwas Sinnstiftendes sagen? Ich kann eigentlich nur so eine Ferienwohnung, also ich würde auf jeden Fall mal vorher checken, ob entsprechende Radunterkünfte oder Abstellmöglichkeiten vorhanden sind. Ich meine, wenn man vor Ort dasteht mit dem Rad, meistens gibt es ja irgendeinen Vorratskeller hinten in der Garage, irgendeinen Schuppen, wo man die Räder unterstellen kann. Das geht eigentlich immer, weil man aufs Zimmer nehmen, was unser eins ja am gernsten und am liebsten hat, weil dann Renner schön unter der Nase hat und dann weniger Angst hat, dass man den geklaut kriegt. Aber das sieht halt gerade so kleinere Hotels, die sehen das echt nicht gern, wenn man auf einmal dann das Rad das Treppenhaus hochschiebst. Da kann man, glaube ich, schon dem einen oder anderen Konflikt aus dem Weg gehen, wenn man sich vorher mal erkundigt, kann ich mein Rad irgendwo unterstellen und vor allem, wie kann ich es unterstellen? Weil wenn ich sitze dann irgendwo, wo es dann eigentlich nur hinter einem Verschlag steht, dann muss ich natürlich auch ein Schloss mitnehmen oder irgendwas, wo es sicher geht, dass es mir halt nicht geklaut wird. Also da muss man dann schon sich ein bisschen kundig machen. Bei der Ferienwohnung habe ich die Erfahrung gemacht, da ist das eigentlich relativ easy in der Regel. Also ich bin auch immer so großer Fan von Ferienwohnungen, einfach aus dem Grund, du hast dann meistens doch wie eine richtige Küche drin und du kommst dann irgendwie um 15 Uhr von deiner Tour zurück und hast halt mordsmäßig Hunger. Dann kannst du dir halt super einfach was zu essen machen und musst nicht warten, bis beim Hotel irgendwie das Buffet öffnet. Das ist ein super Tipp da in dem Hotel, wo es, was ich eben erwähnt hatte, wo ich als schon als Kind hin bin oder seit Kindestagen hin bin. Da war immer das Problem, in Anführungszeichen, dass wenn ich mal von meiner Tour nach Hause kam, gab es nur Kuchen. Die Kuchenstücke waren zwar wirklich überdimensioniert, sehr, sehr angenehm, aber wenn ich da 100 Kilometer, Butter wahrscheinlich. 100 Kilometer durch die Bayerischen Alpen gefahren war, dann musste ich davon halt direkt 5 Stück essen oder sowas. Ja. Und bis es dann abends um 18.30 Uhr oder irgendwie so das Abendessen gab. Von daher ein ganz klarer Pluspunkt für die Ferienwohnung. Sehr gut, Erik. Ja. Da bist du damals wahrscheinlich auch mit einer sehr positiven Kalorienbilanz am Ende des Tages rausgegangen, trotz 100 Kilometer Alpen.
Auf jeden Fall. Nee, aber ich meine, das ist doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wir fahren doch alle sowieso nur Rennrad, um halt fressen zu können. Wie die Schweine. vielleicht, also ein nicht so schöner Aspekt, den man auch noch bedenken muss, aktuell sind es natürlich auch unterschiedliche Corona-Regeln, die an einem anderen Ort gelten können. Das ist vielleicht nicht so entscheidend in Deutschland, wobei es dann natürlich auch durch den Föderalismus teilweise starke Unterschiede gibt, aber auch spätestens, wenn man dann ins angrenzende Ausland reist, sollte man vielleicht vor der Abfahrt kurz checken, wie sind denn da so die wichtigsten Regeln, darf man überhaupt in der Gruppe Rennrad fahren zum Beispiel, was gilt für den Besuch im Straßencafé bei der Pause unterwegs. Also auch hier einfach nur kurz der Hinweis, in diesen Tagen, in diesen Zeiten muss man leider halt auch das bedenken. Brunki, du bist ja auch junger Vater. Ja. Wir haben ja leider, oder zum Glück natürlich, haben wir ja die Herausforderung, dass wir eigentlich kaum noch Rennradurlaub alleine machen können, ja, weil immer die Familie dabei ist. Was ist dein Tipp, wenn man Rennradfahren und Familienurlaub unter einen Hut bringen möchte? Was kann man da tun? Ja, ich finde, das allerwichtigste Gebot ist halt Rücksichtnahme und halt auch sagen, nicht sich selber in den Vordergrund stellen, sondern wir sind jetzt 4 Tage und 4 Tage will Poppy Radfahren gehen. Okay, ich meine, das wäre natürlich das Allerschönste, aber dass man dann einfach so schaut, dass wirklich jeder auf seine Kosten kommt und dann stelle ich mich halt auch mal hin und betreue mal einen Tag die Kinder und meine Frau gönnt sich halt mal einen Wellness-Tag oder macht halt, was sie richtig Lust drauf hat und so kommt man da auch einfach besser und mit besserem Gewissen einfach durch, wenn man da sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht allein da und dann muss man ein bisschen Rücksicht nehmen und natürlich hilft es, wenn dann vor Ort halt auch einfach was ist, wo dann die Kinder auch sich austoben können, sei es irgendwie ein Kinderhotel mit großem Spielplatz oder im Schwimmbad oder sowas, wo man sagt, hey, da beschäftigen die sich auch schon richtig gut und müssen halt nicht nur irgendwo in einem klitschen Ding am Fuß des Mont Ventoux warten, wo echt nichts ist, bis der Vati halt dreimal rauf und runter gefahren ist. Aber Hand aufs Herz, hast du schon mal ein Urlaubsziel des Familienurlaubs durch, wie soll man sagen, Hinterlist und Einflussnahme dahingehend gelenkt, dass es auch beim Rennradfahren ein gutes Ziel war? Nee, eigentlich nicht, weil so viele unterschiedliche Ziele haben wir eigentlich nicht. Meistens, wenn wir dann im Auto irgendwo hinfahren, sei es nach Holland oder sehr empfehlenswert ist Urlaub bei den Schwiegereltern, wenn die weiter weg wohnen. Das ist nämlich, da bringt man das Familienleben perfekt zueinander. Da freuen sich Oma und Opa, weil ich habe das Glück, meine Schwiegereltern wohnen in Trier oder in der Nähe von Trier. Die freuen sich, wenn sie die Enkel sehen. Die werden betreut und Vati kann halt auch mal in Ruhe Rad fahren. Das kann man da unten halt auch relativ gut da an Mosel und Saar. Ich meine, Moritz, du kennst es auch. Du hast ja, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Verwandtschaft. Und das ist natürlich dann auch ein super Tipp, wenn man sagt, okay, man kombiniert Verwandtschaftsbesuch mit Radfahren und die sehen die Nichten, Neffen, Enkel, wen auch immer und kann sich dann noch einquartieren oder halt in der Nähe in einer Ferienwohnung oder sowas. Das ist echt schon auch eine super Möglichkeit, das unter einen Hut zu bringen, dass dann keiner nur drauf zahlt und der andere kann nur sozusagen profitieren. Also ich muss gestehen, ich bin einfach so schlecht, dass ich teilweise schon den Rennradurlaub für die Familie versucht habe, an Orte zu legen, die auch aus Rennradsicht ziemlich grandios sind. Aber du hast natürlich recht mit der Rücksichtnahme vor Ort und dann, wie sagt man, eine Hand wäscht die andere. Das ist natürlich klar. Ein Tipp, den ich noch hätte, was jetzt bei mir auch im Urlaub in diesem Jahr wunderbar funktioniert hat, ist, dass man einfach als Rennradfahrender dann eine Wegstrecke einfach mit dem Fahrrad zurücklegt. Also An- und Abreisetag haben wir so gemacht, oder bei uns war es jetzt nur der Abreisetag, aber dass man halt mit dem Fahrrad, also meine Frau ist dann halt mit dem Auto gefahren, mit den Kindern und ich bin mit dem Rennrad gefahren und entweder steigt man dann vorher aus und fährt die letzten Kilometer nach Hause mit dem Rennrad oder man fährt halt vom Ferienort los und entweder ist man gar nicht so weit weg, dass die ganze Strecke passt, oder man fährt halt irgendwo hin, wo man dann gut in den Zug einsteigen kann. Also das wäre... Ja, und es hilft auch, wenn du sagst, ich mache jetzt keine Tagesausfahrt von 150 Kilometern, sondern man fährt halt vormittags irgendwie nach dem Frühstück irgendwie 2-3 Stündchen mal kurz und ist dann den Nachmittag sozusagen für die Kinder da. Also das, wenn man sich da ein bisschen arrangiert oder... Also es gibt ja da Zeitfenster, die dann
besser sind als andere. Und so ein Vormittag, der hat sich bei mir eigentlich ganz gut ergeben. Mhm. Da hat man seine zwei Stündchen, kann eine schöne kurze Runde drehen. Es muss ja nicht immer der 100er sein. Klar, der ist auch mal schön, aber dann lieber mal mehrfach kurz als einmal lang. Und von daher, das geht sich dann meistens irgendwie aus, wenn man sich dann ein bisschen Rücksicht nimmt einfach auch. Wie sind eure Erfahrungen, Rennrad, das eigene Rennrad, wenn irgendwie möglich, mitnehmen oder auch einfach vor Ort was leihen? Ich bin bisher immer mit dem eigenen Rennrad gefahren. Ich habe mir noch nie vor Ort was ausgeliehen. Liegt aber auch daran, ich bin recht groß mit 1,96 Meter. Also im Zweifel gibt es dann meine Größe vor Ort wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Deshalb vertraue ich immer auf das, was man sowieso schon jeden Tag fährt. Mhm. Da würde ich auch sagen, wenn es irgendwie eine Flugreise ist, würde ich mittlerweile echt oft, oder nochmal eine klassische Flugreise nach Mallorca, würde ich immer sagen, leih dir vor Ort was, weil da die Infrastruktur auf Mallorca halt mittlerweile so gut ist, dass es da sämtliche Räder in sämtlichen Qualitätskriterien oder Qualitätsstufen einfach zum Ausleihen gibt, kann man ja auch als Möglichkeit nutzen, mal ein Rad zu fahren, was man sich vielleicht mal kaufen möchte oder das einen interessiert und hat dann die Gelegenheit, das mal eine Woche auszuprobieren, weil da auch das Niveau von den Rädern echt, echt gut ist. Also jetzt, wenn man irgendwo ins platte Land fahren würde, wo es vielleicht einen Radverleih gibt, der vielleicht auch Rennradräder hat. Ich meine, das ist ja jetzt in Deutschland Gegenden, wo es einen soliden Rennradverleih gibt, den ich jetzt bedenkenlos empfehlen würde. Ich weiß nicht, gibt es das in Freiburg, da unten im Schwarzwald? Also ich kenne es eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich gibt es schon, aber selbst in so wirklich sehr gut geeigneten Gegenden ist es wahrscheinlich ein überschaubares Angebot. Das heißt, dann doch eher immer mitbringen also selber. Würde ich sagen, innerhalb Deutschlands würde ich es eigentlich echt immer mit einem eigenen Rad machen, weil da ja das Aspekt mit dem Rennrad fliegen halt einfach rausfällt. Aber sowohl auf dem Dach als auch im Zug oder im Auto oder im Gepäckträger irgendwo fährst du es ja mit dem Auto relativ sicher und problemlos, dass du jetzt nicht die Angst haben musst, dass du das Rad kaputt am Urlaubsort hast. Aber da muss schon einiges zusammenkommen. Wo du gerade das Fliegen erwähnt hast, vielleicht da doch nochmal einen ganz praktischen Tipp. Was ist da dein... Du hast viele Radkoffer-Tests ja auch gemacht. Worauf muss man da achten? Oder ist so ein Softbag, geht das auch? Oder was ist da dein Eindruck? Also wenn man denn sagt, man fliegt mit dem eigenen Koffer, würde ich immer auch schauen, wie oft mache ich das? Weil es gibt auch Möglichkeiten, sich die Dinger zu leihen. Also mal ganz vorab. Also da gibt es auch Radhändler, die das anbieten, wo man sich dann den Koffer einfach mal ausleihen kann für 50 Euro oder sowas. Und also die Dinger kosten halt neu irgendwie 500, 600, 700 Euro. Wie wird man da schnell los? Dann, klar gibt es diese Hardshell-Koffer, die haben halt den Nachteil, die stehen halt dann im Urlaub irgendwo im Hotelzimmer rum, die kannst du nicht zusammenlegen. Eine Tasche, die kannst du halt zusammenfalten und mit ein bisschen guten Willen kriegst du in das Bett gestopft, dann steht die halt nicht immer die ganze Zeit rum. Schutzmäßig, ja, also eine Garantie, dass nichts passiert, hast du in keinem Fall. Also da, finde ich, musst du das Ding so gut wie möglich packen mit Schaumpolsterfolie und ausstopfen und schauen, dass du es echt so gründlich wie irgendwie möglich machst. Und dann musst du halt den Rest sozusagen auf Gott vertrauen, dass das Rad halt richtig ankommt. Weil da eine Garantie gibt es halt nie letzten Endes. Deswegen halt auch mein Tipp, wenn ich nach Mallorca fliegen würde, würde ich mir halt immer da ein Rad leihen, weil ich dann für das Ganze, weil das nervt ja auch, wenn du dann am Urlaubsort ankommst, dann musst du erstmal ein Rad wieder aufbauen und hoffen, dass du jetzt nicht den 12er Torx vergessen hast, den du brauchst, um Schaltauge festzuschrauben oder sonst irgendwas. Oder dann auf dem Flug dann doch sich irgendwas verstellt hat, Schaltauge verbogen, was dir dann deinen ganzen Urlaub quasi versaut. Und da, wenn du es dir ausleihst, zahlst du halt quasi dasselbe, wie wenn du fliegst und für den Transport. Muss nicht vom Flughafen noch ins Hotel irgendwie einen Radtransport irgendwie buchen. Also das ist einfach, also zumindest in Destinationen, wo es echt ein Radangebot vor Ort gibt, definitiv die einfachere und bequemere Variante. Man kann sich ja noch seinen eigenen Sattel mitnehmen, wenn man weiß, okay, man ist dann ein bisschen empfindlich. Das ist ja bei den allermeisten Verleihern gar kein Problem, dass sie dir deinen Sattel draufschrauben. Und dann fühlt sich das auch schon einigermaßen gut an einfach. Habt ihr beide schon mal so Erfahrungen mit Rundreisen innerhalb von Deutschland gemacht? Wenn du irgendwie sagst, ich fahre jetzt an mehrere Etappen, habe jeden Tag ein anderes Hotel, bekomme irgendwie mein Gepäck transferiert von einem Anbieter? Also mit Gepäcktransport habe ich es tatsächlich nur im Rahmen eines Jedermann-Rennens mal gehabt. Das war aber nicht in Deutschland, sondern in den Alpen. Also da war es halt so, dass du jeden Tag von A nach B gefahren bist und dein Gepäck wurde transportiert.
Innerhalb von Deutschland nicht, muss ich sagen. Aber was ich eben noch meinte, was ist ja auch noch das Reisen, nicht den Rennradurlaub, wo man irgendwo hinfährt und man fährt dann da seine Runden, sondern das Reisen mit dem Rennrad. Also das habe ich tatsächlich mal gemacht und das war super. Also mit Rucksack, kleiner Rucksack, du hast dein ganzes Zeug drauf, du hast alles dabei, was du brauchst, musst dich natürlich maximal beschränken und darfst dann, entweder reist du direkt alleine oder du darfst, da darf man nicht mit Leuten fahren, die dann zimperlich sind, wenn du abends halt dann noch irgendwie jeden Abend die gleiche Hose halt anhast. Nasenklammern helfen. Nasenklammer gehört dann ins Gepäck. Aber also das fand ich, war wirklich eine ganz, ganz tolle Art des Reisens mit dem Rucksack. Wir sind da von Tübingen zum Comer See gefahren, also nach Norditalien in, glaube vielleicht 4, 5 Etappen. Bodensee, Schweiz, Splügenpass, eben dann Comer See. Super, also ganz, ganz toll. Und das sind auch Erlebnisse, finde ich, die haben sich dann so richtig, richtig eingebrannt. Also das sind, wenn ich daran denke, ich mache die Augen zu, dann sehe ich die Bilder vor mir von denen, von der Reise. Und das, also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und das geht ja auch. Das muss nicht der Comer See sein oder irgendwie so eine ganz herausragende Landschaft. Das kann ja auch einfach in Deutschland entlang von einem Fluss oder ein Mittelgebirge oder irgendwie halt ein besonderes Ziel, wo man dann hinarbeitet, was man erreichen will. Also das wäre auch noch eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. Also wirklich das Reisen mit dem Rennrad und mit dem Rucksack. Ja, ich kann nicht sehr gut nachvollziehen. Ich habe es zweimal gemacht. Sagen wir ganz unterschiedlich. Ich bin einmal in die Schweiz nach Thusis und haben dann so eine Mehrtages-Pässe-Alpentour gemacht, also mit Bernina-Pass, Albula-Pass, Splügen war nicht dabei, aber mit Stilfserjoch etc. pp. Mortirolo und dann echt so einen großen Rucksack hinten drauf und minimalsten Gepäck. Es ist schon irgendwie geil, aber muss dafür gemacht sein. Also ich muss sagen, im Nachhinein, also das über die Pässe sehen, den schweren Rucksack hochwuchten und da hast dann quasi alles immer dabei. Also es ist im Vergleich zu, man fährt ohne Rucksack die Berge rauf, ist schon nochmal was ganz anderes. Und ich muss sagen, da habe ich mir gesagt, eigentlich hätte ich es echt lieber mit Gepäcktransport, weil dann das Fahren an und für sich ist einfach deutlich, deutlich angenehmer. Auch gerade wenn dann mit so einem, ich weiß nicht, was der Rucksack dann am Ende gewogen hat, aber wenn du alles dabei hast, was du dann auf 5 Tagen irgendwie brauchst, bist du ja schnell bei 10 Kilo mit Wäsche und ein bisschen was zum Wechseln. Und auch dann gerade irgendwie mit so einem 10-Kilo-Rucksack, weil ich wollte es nicht ans Rad selber dranhängen, das ging damals nicht. Aber auch mit so einem 10-Kilo-Rucksack dann irgendwelche Pässe runterknallen, wo du dann auf einmal nochmal 10 Kilo mehr, und das war noch ein alter Felgenbremsrenner, also da... Das ist doch geil, da kriegst du endlich den Speed drauf, den du willst. Ja, manchmal auch zu viel. Also du bist ja dann auch vom Schwerpunkt noch ein bisschen anders, weil der Schwerpunkt höher ist. Aber das fährt sich schon ein bisschen anders, das muss man sich einfach... Das stimmt, ja. Einfach bewusst machen, dass das nicht, man nicht dieselben Zeiten hochfahren kann, wie wenn man einfach nur solo mit sich und dem Rennrad ist. Und vor allem danach fand ich es halt so unfassbar geil, ohne Rucksack zu fahren. Und das Zweite, was ich mal gemacht habe, das war mal so eine spontane Idee. Damals habe ich noch in Prüm gewohnt, das ist da oben schön in der Westeifel. Da habe ich so eine Eifelumrundung gemacht. Erst von Prüm runter an die Mosel hoch bis Koblenz. Und dann Koblenz wieder den Rhein rauf bis zur A und dann die A wieder in die Eifel rein. Und einmal, ich glaube, waren 4 oder 5 Tage unterwegs. So ein bisschen mehr Flusslandschaft, das war dann schon wieder richtig geil, weil dann hast du natürlich nicht die Pässe, sondern nur schönen Flusslangen ballern, das ging dann auch schon ganz gut. Aber das ist echt so eine... Und abends schön Weinprobe. Ja, gut, da muss man gucken, wo man landet. Da ist halt echt das A und O, dass man sich vorher ein bisschen Hotels rausguckt, weiß, wo man hinfährt, weil es gibt nichts Frustrierendes, als wenn du nach 150 Kilometern dann durch Cochem eierst und suchst irgendwie ein Hotelzimmer, wo du 2 Mann mit Rädern unterbringen kannst. Und irgendwie alles ist irgendwie ausgebucht oder sonst irgendwas, weil das ist dann schon irgendwie, weil du dann echt keinen Nerv mehr hast, dann noch, deinem Nachbarort irgendwie, und dann stellst du fest, okay, für den Nachbarort musst du dann nochmal den Hunsrück hochfahren, irgendwie mit 300 Höhenmetern, da ist dann echt kein Bock mehr drauf. Also das muss man schon, da ist eine gute Planung nochmal ein Ticken wichtiger einfach, dass man sich da vorher weiß, okay, da komme ich hin, da habe ich reserviert und dann hat man das so ein bisschen eingetütet und ist dann einfach auf der sicheren Seite. Haben wir noch was oder haben wir alles erschöpfend? Ja, wir haben behandelt. Auf jeden Fall noch was, wir sind so wunderbar angekommen, auch mit dem Zug, aber wir haben uns noch gar nicht unser Rad angeguckt, weil
auch ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn ich mit dem Rennrad Urlaub mache, man sollte sich sein Rad vorher ein bisschen anschauen. Sind die Reifen runter, sind Bremsbeläge da, muss der Akku aufgeladen werden von DI2 oder was weiß ich was, habe ich da alles dabei, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn du entweder am Tag, wenn du losfährst oder noch schlimmer am Urlaubsort feststellst, meine Scheibenbremsbeläge sind runter, ich brauche dringend neue Scheibenbremsbeläge und dann geh mal welche suchen in irgendeinem Dorf oder fahr irgendwie 3 Räder weiter und dann ist Feiertag irgendwo und dann, also da, sag mal, eine Woche vorher mal kurz auf sein Rad zu schauen und checken, was gibt es an Verschleißteilen, habe ich da eventuell Ersatz und habe da alles dabei, ist das Rad in Ordnung, sind die Reifen runtergefahren oder sieht man die Karkasse schon durch, also da sich dann auch rechtzeitig dann um Ersatzteile zu kümmern, dass man das einfach auf dem Stand hat, weil sonst ist es echt, kann sehr schnell der Radurlaub vorbei sein. Ja. Oder noch viel schlimmer, du hast das Ladegerät für den Radcomputer vergessen und kannst nur die erste Fahrt bei Strava hochladen, weil er dir auf der zweiten Fahrt ausgeht. Auch ist dir das schon passiert? Nee, zum Glück noch nicht. Also das sind immer so Ladegeräte, ist so Helm, Schuhe, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist das erste und Ladegeräte sind dann meist so das zweite, was in die Tasche wandert bei mir. Und wenn man es nirgendwo hochgeladen hat, dann ist es ja nicht passiert. Dann ist es nicht passiert. Und seien wir mal ehrlich, man fährt doch nur irgendwo hin, um den anderen auf Strava zu zeigen, dass man dort gewesen ist. Da gibt es ja schon verschiedene sozialpsychologische Untersuchungen zu, wie die Gier nach Likes unser Verhalten prägt. Ja, das ist aber ein Podcast-Thema für sich. Ja, genau. Man kann ja nicht irgendwo hinfahren und dann den Hinweis kriegen, hey, von da gibt es doch hier, keine Ahnung, zur Edelweißspitze rauf, sind nur im Schnitt 14%. Wieso hast du das nicht gemacht, so ungefähr? Ja, der Super-GAU. Naja, also da muss man natürlich schon alles mitnehmen, was geht. Gut, dann halten wir einfach nochmal fest, Reisen mit dem Rennrad oder Urlaub mit dem Rennrad ist eine ganz großartige Sache und wir wollen das alle möglichst oft machen und immer wieder. Es gibt aber vieles zu bedenken und wir hoffen, dass unsere Tipps dem ein oder anderen Hörer, der ein oder anderen Hörerin auch ein bisschen Hilfestellung gegeben haben. Ja, ich kann echt nur sagen, macht's einfach. Also wirklich mal 4 Tage irgendwo hinfahren. Wenn man irgendwie sein Heimatrevier kennt aus der Westentasche, einfach mal im Auto. Und wenn es nur 3 Stunden irgendwie in eine andere Ecke ist und da mal sich rum durch die Gegend fährt, das sieht schon so viel anders aus und das ist so motivierend. Und hinterher kann man immer irgendwas erzählen. Und wenn es ist, dass man mit einem kaputten Schlauch an der Straße stand und 3 Stunden warten musste, bis ein anderer Fahrer vorbeikommt, der einem einen Schlauch leiht. Also... Ja. Man, irgendwas zu erzählen hat man immer und das bereichert echt das Leben und den Erfahrungsschatz so ungemein. Deswegen kann ich es echt nur empfehlen. Machen. Ja. Machen, genau. Schickt uns eure Ferienerlebnisse mit dem Rennrad oder wenn ihr Vorschläge habt für andere Podcast-Themen, dann schreibt uns natürlich auch gerne an podcast@roadbike.de. Und wir freuen gerne uns. Auch, wenn, gerne auch mit Tipps für noch weitere Rennradziele, billige Unterkünfte. Genau. Genau. Allein schon für uns, wir wollen Input. Genau. Oder auch für Rennrad-Destinationen, wo ihr sagt, da müsst ihr unbedingt mal eine Reisereportage drüber machen. Da freuen wir uns auch auf Hinweise oder Tipps oder Vorschläge. Genau. Bleibt uns treu. Kauft gerne die Roadbike-Ausgaben. Ihr könnt uns abonnieren auf Instagram oder Facebook. Und ja, wir sagen... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.